Hallo zusammen, heute habe ich wieder ein leckeres Thermomix-Rezept für euch, und zwar Bananensplit-Dessert. Dieses Glas-Dessert schmeckt richtig lecker, probiert es gerne aus. Als erstes müsst ihr die Knusperchips, zum Beispiel von der Marke Choco Crossies, in den Mixtopf geben, zerkleinern und umfüllen. Dann könnt ihr Schokolade in den Mixtopf geben, zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben. Anschließend kommt Sahne hinzu, die Schokoladensoße könnt ihr dann umfüllen und den Mixtopf spülen. Nachdem ihr den Rühraufsatz eingesetzt habt, könnt ihr die Sahne steif schlagen. Achtet dabei, dass die Sahne kalt ist. Wer möchte, kann natürlich auch Sahne steif dazu verwenden. Jetzt könnt ihr Mascarpone, Zitronenschale, Quark und Zucker zugeben und alles miteinander verrühren. Nun könnt ihr die Dessertgläser schichten. Dieses Dessert reicht normalerweise für 8 Personen. Wenn ihr so große Gläser wie ich verwendet, dann für 4 Portionen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram und auf TikTok folgen. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal für weitere Rezepte. Wenn ihr Rezeptwünsche habt, könnt ihr mir das gerne auch unten nochmal als Kommentar dalassen. Dieses Bananensplit-Dessert schmeckt so lecker, kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Probiert es gerne aus und folgt mir gerne für mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!